Gibt es Grenzen, die ein muslimischer Arzt im Beruf hat? Umgang mit Frauen, Chirurgie und so weiter? Natürlich, zum Beispiel, er darf nicht Schönheitsoperationen machen, zum Beispiel Brüste vergrößern oder ähnliches. Und er sollte nicht, generell nicht als Frauenarzt arbeiten. Außer es gibt dort, wo er ist, keinen einzigen Frauenarzt. Dann ist dies eine andere Sache. Aber im Asl ist es nicht erlaubt für einen Mann, dass er als Frauenarzt arbeitet. Und natürlich, er sollte auch nicht zum Beispiel als Hausarzt Frauen als Patientinnen annehmen und die dann immer untersuchen und abtasten und so weiter.